das sind ja Idole meiner Jugend. Leute, die 8, 9 Jahre bei AS Rom gespielt haben, die 5 Jahre bei AC Milan gespielt haben. Mit Verlaub, wenn man den Fußball liebt, insbesondere ich den italienischen Fußball, dann darf man da auch schon mal stramm stehen. Und das ist kein unnötiges Understatement. Als Trainer ist was ganz anderes. Da habe ich natürlich selbstverständlich auch höchste Hochachtung vor diesem Werdegang. Er war ja in allen Metropolen, London, Paris, Mailand, Madrid. Und was heißt das? Das heißt, du hast Mannschaften gehabt, Niederlage verboten. Also das, ein Mann wie Ancelotti muss den Fußball lieben, um so einen Druckstand zu halten. Das kann gar nicht anders sein.